Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Strauß wurde belauscht. Wie die Süddeutsche Zeitung erfahren haben will, ist der CSU-Vorsitzende zumindest bei einem Telefongespräch im September vergangenen Jahres abgehört worden. Von wem ist noch nicht klar. Die CSU-Landesleitung hat inzwischen bestätigt, dass dies der Fall war, dass allerdings in einigen Punkten die Niederschrift des Telefonats gefälscht worden sei. Mehr dazu von Klaus Windl aus München. Herr Tandler, seit heute gibt es eine neue Abhöraffäre. Wie weit ist Herr Strauß davon betroffen? Was ist davon wahr und was ist nicht wahr? Es geht zunächst also nicht um den Inhalt dieses Telefongespräches, das ist eine andere Frage. Wann hat diese stattgefunden? In den Tagen vor der Bundestagswahl 1976, sondern es geht um den unglaublichen Skandal, ein Skandal, den diese Bundesregierung betrifft, dass ein Oppositionspolitiker in Deutschland abgehört wird. Das ist der Skandal. Es ist interessant, dass der Inhalt dieses Telefongesprächs in Zusammenhang steht mit der sogenannten Lockheed-Affäre. Eine Affäre, in der die Bundesregierung ja alles getan hat, um Strauß im Wahlkampf zu belasten, um dann, nachdem der Wahlkampf vorbei ist, zugeben zu müssen, dass nicht das Geringste an diesen Beschuldigungen wahr war. Es ist offenkundig, dass zu diesem Abhören ja nur eine Stelle in der Lage war, die über die technischen Voraussetzungen verfügt. Und das sind natürlich die Dienste, die der Bundesregierung zuzuarbeiten haben. In diesem Telefongespräch ist der Fall Lockheed behandelt worden. Und in diesem Telefongespräch ist besprochen worden, wie der Bayern-Kurier, das Organ der CSU, dieser Frage reagieren soll. Man hat dieses Telefongespräch und Erklärungen von Herrn Strauß in der Öffentlichkeit dazu benutzt, darüber hinaus noch eine Fälschung zu begehen, um ihn scheinbar belasten zu können. Aber dieses Telefongespräch hat stattgefunden? Dieses Telefongespräch hat stattgefunden und das, was es hier an sogenannten Protokoll darüber gibt, ist da auch weitgehend richtig, mit einigen Fälschungen, die sehr gravierend sind. Puller und kein Ende. Der mit der Affäre um den Rücktritt des Bankiers in Rede gekommene Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Kühn, denkt nicht daran, zurückzutreten. Indes, so Kühn, kämpft er nicht ums Überleben. Weder vor seinem Gewissen noch vor dem Gesetz habe er sich etwas vorzuwerfen. Sonst würde ich den Hut nehmen, sagte Kühn. Die CDU bekräftigte ihre Forderung nach einem Rücktritt der Landesregierung. Unterdessen stellte der Vorsitzende der Freien Demokraten in Nordrhein-Westfalen, Riemer, klar, dass er nicht den Rücktritt von Finanzminister Halstenberg fordere. Beide wollen aber der Westdeutschen Landesbank vorschlagen, Poulin nachträglich fristlos zu entlassen. Damit wäre Poulins Anstellungsvertrag in Millionenhöhe hinfällig. Mit Ministerpräsident Kühn sprach Walter Erasmi. Mir ist die ganze Sache sehr unangenehm. Sie geht mir sehr unter die Haut, denn noch dazu diese kleine Unterlassung. Sie hat mich ja gegen gar nichts geschützt. Ja, trifft es zu, Herr Ministerpräsident. Und das ist wahrscheinlich heute Abend die wichtigste Frage, dass Ihre eigenen Parteifreunde zu Gruppierungen zusammengefasst Ihren baldigen Rücktritt gefordert haben. Wenn ein solch dramatisches Wort gerechtfertigt wäre, würde ich Ihnen sagen, auf mein Ehrenwort, dies hat niemand verlangt. Weder gestern in der kombinierten Sitzung der Fraktionsvorstände, des Fraktionsvorstandes und des Landesvorstandes, noch heute in der Landesausschusssitzung. Dies ist pure Spekulation. Die Rentner müssen sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Erhöhung ihrer Renten künftig niedriger ausfällt. Die Bundesregierung hüllt sich über ihre Pläne, wie sie das erwartete Milliardenloch in der Rentenfinanzierung stopfen will, zwar noch in Schweigen. Zweierlei gilt in Bonn aber nach der Ministerrunde im Bundeskanzleramt gestern Abend als sicher. Eine generelle Erhöhung der Beiträge ist nicht zu erwarten. Erstmals zum 1. Januar 1979 sollen die Renten aber nicht mehr an die Entwicklung der Bruttolöhne angepasst werden. Mit welcher Erhöhung dann gerechnet werden kann, danach fragte Hans-Jürgen Rosenbauer, den Vorsitzenden des Sozialbeirats beim Bundesarbeitsministerium Meinhold. Bei aller Unsicherheit ist eines ganz sicher, 7,2% werden die Renten am 1. Januar 1979 nicht steigen. Um wie viel könnten sie realistisch gesehen ungefähr noch steigen? Es gibt für mich persönlich ein Minimum, das etwa bei etwas über 5% liegen würde. Denn die 5% würden den Rentner wieder in die gleiche reale Position versetzen, die er bei der letzten Anpassung am 1. Juli 1977 hatte. Und ich glaube, da dürfen wir einfach nicht drunter gehen aus sozialen Gründen.
Das Wirtschaftswachstum, Grundlage unter anderem für Sicherheit und Höhe der Renten, ist im vergangenen Jahr hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die wirtschaftlichen Leistungen, das sogenannte Bruttosozialprodukt, 1977 um nur 2,4%. Das ist nicht einmal die Hälfte des Wachstums von 1976. Gleichzeitig gab es erhebliche Verschiebungen bei den Einkommen. Die Löhne, Gehälter und Beamtenbezüge wurden im vergangenen Jahr um durchschnittlich 7% erhöht. Die Steigerungsrate, die 1976 bei 7,1% lag, blieb damit hier nahezu unverändert. Ein ganz anderes Bild bei den Gewinnen. Hier lag die Steigerungsrate 1976 noch bei 15,4%, 1977 aber nur noch bei 2,5%. Entsprechend sind im vergangenen Jahr auch die Investitionen zurückgegangen. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung hat die CSU heute an die Tarifparteien appelliert, die Mahnungen von Wirtschaftsexperten und Bundesbank zu maßvollen Lohnerhöhungen zu beherzigen. Auf ihrer Klausurtagung in Wildbad Kreuth machte sie zugleich Vorschläge, die sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern zugutekommen sollen. Es geht darum, auf einen Teil der Lohnerhöhungen zu verzichten und das Geld vermögensbildend in Unternehmen anzulegen. Die weltweiten wirtschaftlichen Schwierigkeiten standen heute auch im Vordergrund des regelmäßigen deutsch-dänischen Gedankenaustausches, zu dem Bundeskanzler Schmidt für einen Tag nach Kopenhagen gereist ist. Schmidt sprach anschließend von einem hohen Maß an Übereinstimmung zwischen beiden Ländern. Der dänische Regierungschef Jorgensen sah aber auch einen Schönheitsfehler. Die Dänen möchten, dass die wirtschaftlich starken Länder wie die Bundesrepublik mehr zur Belebung der Konjunktur tun. Die Mutmaßungen über die Verfasser des Manifests einer angeblichen Oppositionsgruppe in der DDR gehen weiter. Mittlerweile wird auch der ausgebürgerte Bänkelsänger Biermann als Autor verdächtigt. Für den Ostberliner Regimekritiker Robert Havemann ist das Manifest insofern echt, als es seiner Meinung nach nicht erfunden zu werden brauchte. Die Abschnitte in dem Manifest, so Havemann, spiegelten das wider, was die SED in den 50er Jahren vertreten habe. Mehr dazu von Lutz Lehmann aus Ost-Berlin. Heute Vormittag, 36 Stunden vor Ablauf der Frist, räumten Möbelträger in der Leipziger Straße die Wohnung und in der Storkower Straße in Berlin-Lichtenberg die Arbeitsräume des Korrespondenten. Die Redaktionsvertretung der Spiegel in der DDR besteht nicht mehr. Mit der Schließung des Büros hat das Außenministerium der DDR aus dem Disziplinierungskatalog für auswärtige Publikationsorgane und Korrespondenten die bisher schärfste Maßregelung verhängt. Indessen gehen die Spekulationen um die wahren Urheber des vom Spiegel als Manifest einer Oppositionsgruppe innerhalb der SED verbreiteten Papiers auch hier weiter. Wolfgang Harich, Parteioppositioneller der 50er Jahre und in dem Spiegelpapier als einer seiner geistigen Väter erwähnt, hat jetzt dem dpa-Korrespondenten das Ergebnis einer genaueren Textanalyse mitgeteilt. Es sei die Sprache des von der DDR ausgebürgerten Wolf Biermann. Politische Beobachter haben Vorbehalte. Biermann und der Bundesnachrichtendienst oder eine neue Version? Die DDR werde, so Harich, wohl bald über die Affäre hinweg und zur Tagesordnung übergehen. Doch der Propagandaapparat hier läuft noch ganz auf Kollisionskurs. So pflastert das neue Deutschland heute die Hälfte seiner zweiten Seite mit Stimmen aus Moskau, Budapest und Prag. Darin ist auch vom Wunsch nach Entspannung und Normalisierung die Rede. Das steht jedoch im Widerspruch zu der fortgesetzten Behauptung einer sogenannten Kampagne von Massenmedien der Bundesrepublik gegen die DDR und dem Vorwurf der Vertragsverletzung. Das Volkswagenwerk in Wolfsburg schickte heute den ersten großen Sammeltransport mit Wagen vom Typ Golf auf die Reise in die DDR. Der Nachschub wird nicht lange auf sich warten lassen. Noch in diesem Jahr soll die mit Ost-Berlin vereinbarte Lieferung von insgesamt 10.000 Golf abgewickelt werden. 300 Waren waren schon im Dezember nach und nach in der DDR eingetroffen. Nun rollte heute zum ersten Mal ein Sonderzug über die Grenze, der 200 Golffahrzeuge geladen hatte. Annäherung über die Aufteilung des Sinai erzielte die ägyptisch-israelische Militärkommission in Kairo. Neben einer Zone unter ägyptischer Militärverwaltung soll es eine entmilitarisierte und eine von UN-Truppen kontrollierte Grenzzone zu Israel geben. Nach der ersten Verhandlungsrunde sprach der israelische Delegationsleiter, Verteidigungsminister Weizmann, von einer Einigung über bestimmte Prinzipien, trotz unterschiedlicher Ansichten. Es sei aber noch mit einer langen Verhandlungsdauer zu rechnen. Mit einem Besuch beim tschechoslowakischen Parteichef Husak beendet der SPD-Fraktionsvorsitzende Wehner heute seinen Besuch in Prag. Für den Hausherrn auf dem Hradschin bedeutet der Besuch Herbert Wehners und seiner Delegation einen außenpolitischen Erfolg, dessen Wert in der gegenwärtigen Auseinandersetzung in der Prager Parteispitze für ihn nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Außerdem darf Gustav Husak nun wohl bei seinem Besuch in Bonn in diesem Frühjahr auf eine entstörte Atmosphäre hoffen. Natürlich kann der Besuch einer solchen Delegation keine alsbald greif- oder gar messbaren Ergebnisse bringen. Repräsentanten einer Fraktion sind keine Regierungsvertreter. Doch wurde über alle strittigen Fragen offenbar so freimütig gesprochen, dass die eine Seite nunmehr den Standpunkt der jeweils anderen in einem verständlicheren Licht sehen mag. Am Freitagmorgen begrüßt Marie Jaroschowa, Bürgermeisterin im wiederaufgebauten Lidice, das 1942 von der SS vernichtet wurde, die Deutschen an der Gedenkstätte. Sie, deren Mann zu den von der SS ausgerotteten 192 männlichen Einwohnern von Lidice gehört, verdankt ihr Überleben deutschen Antifaschisten im KZ Ravensbrück. Herbert Wiener steht minutenlang vor dem Kreuz. Damals haben er und andere Demokraten Lidice nicht mehr verhindern können. Aber das Werk der Versöhnung zu Ende zu bringen, ist heute die Zeit. Einem Millionenschwindel mit Heizöl ist jetzt die Frankfurter Zollfahndung auf die Schliche gekommen. Mineralölhändler aus dem Rhein-Main-Gebiet haben Heizöl als Dieselöl verkauft und damit Start und Abnehmer geschädigt. Aufgedeckt werden die Schwindeleien bei den Zollfahndungsämtern, wie hier in Frankfurt. Das sind die Kriminalpolizeien der Zollverwaltung. Ihre Akten enthalten Unglaubliches. Manipulationen und Betrügereien in Millionenhöhe zu Lasten von Mietern, Heizölabnehmern und von Steuerzahlern. So erwischten die Fahnder vor einiger Zeit einen Tankfahrer, der an eine Firma 30.000 Liter liefern sollte, am Werkstor aber davon noch 12.000 im Tank hatte. Das Heizöl, das aus den großen Lagern abgeholt wird, erreicht nicht immer den Kunden, jedenfalls nicht in voller Menge. Die einzelnen Fahrer, aber auch ihre Arbeitgeber, entwickeln dabei einen außerordentlichen Erfindungsreichtum. Der Deutsche Mieterbund in Köln stellte jetzt eine Liste der ebenso simplen wie kuriosen Methoden zusammen. Eine Abzweigung aus der Ölleitung hinter der Messstelle und bereits registriertes Öl fließt zurück in den Tank. Oder Manipulationen am Zählwerk. Manche Uhr fängt erst bei 500 Litern an. Der Kunde zahlt für heiße Luft. Richtig lohnend wird das Geschäft bei Großabnehmern in Hochhäusern wie Banken, Büroanlagen oder Schulen. Derartiges ist oft nur unter bewusster oder unbewusster Mitarbeit von Hauseigentümern oder Verwaltern möglich. Öltankfahrer führen sogar schwarze Listen von Kunden, die am besten zu betrügen sind. Der Schwindel beginnt oft schon bei der Anlieferung im Hafen. Nur ein Teil erreicht als Heizöl den Kunden, der Rest wird als Dieselöl verscheuert mit Riesengewinnen, denn die fast 50 Mark pro 100 Liter, die als Steuer auf dem Dieselöl liegen, fließen in die eigene Tasche. Heizöl dagegen wird nur mit einer Mark je 100 Liter besteuert. Ein ganzer Händlerring verwertete so in den letzten Jahren 30 Millionen Liter, die nicht als Heizöl in die Tanks gelaufen waren. Und ein Tankwagenfahrer verdiente so gut, dass er sich ein Privatflugzeug zulegen konnte. Ein lukratives Geschäft, solange man nicht erwischt wird. Erfolg der deutschen Skifahrerinnen. Hinter der Abonnementssiegerin in der Abfahrt, der Österreicherin Annemarie Moser-Pröll, landeten auf den Plätzen 2 und 3 Mitglieder des DSV. Zweite Evi Mittermeier, dritte Irene Epple aus Sieg.